Destillerie Glenlivet ist für mich irgendwie ein Phänomen. Sie ist zwar ein fast industriell großer Betrieb, sie matcht sich jedes Jahr mit Glenfiddich um die höchste Produktionsmenge unter allen schottischen Single Malt Destillerien, und da sind sie bei 12, 13, 14 Millionen Litern im Jahr. Aber dennoch ist sie, so wie auch Glenfiddich, immer wieder fähig, alles andere als Massenware herzustellen. Ich möchte nur an die Naturas erinnern, in der Fassstärke, die ausgezeichnete Whiskys sind und waren. Und auch einer meiner Lieblingswhiskys in einer halbwegs vernünftigen Preiskategorie, nämlich der Glenlivet Illicit Still, ist ein wunderschöner Whisky gewesen, der jetzt einen Nachfolger hat, eh schon länger, aber den habe ich Ihnen noch nicht vorgestellt. Der Glenlivet 12 Jahre Licensed Dram. Ein Single Malt Scotch Whisky mit 48% abgefüllt. Und für mich sowas wie der, ja, wie der Inbegriff eines wunderschönen Drams. Ich habe ihn hier im Glas. Der ist von der Farbe her original, so sieht er aus. Und der hat so diese, ich weiß nicht, diese Whisky-Nase, die man archetypisch von einem Whisky verlangt. Sehr malzig, ein kleines, wenig nussig. Man findet Früchte drinnen, und der macht einfach schon vom Riechen große Freude auf ihn und große Vorfreude auf ihn. Im Mund, am Gaumen und dann beim Abgang ist er ein komplexer, nicht überkomplexer, aber ein schöner, dichter und angenehmer Whisky, der so die Erwartungen an einen Whisky erfüllt, so dieses, ja, fast Ledersesselgefühl, also ein gutes Dram, mit dem man sich zurücklehnen kann und ein bisschen seinen Gedanken nachspüren. Interessanterweise, ich weiß nicht, ob es ihn jetzt noch gibt, aber der war auch damals nicht teuer. Der war so in der Preiskategorie seines Vorgängers, des Illicit Stills. Und ich finde persönlich, dass er kräftiger schmeckt, als er von der Alkoholstärke her ist. Also wunderschön alles insgesamt, und wenn Sie den irgendwo kriegen können, probieren Sie ihn, vor allem wenn Sie so diesen klassischen Typ von Whisky mögen, der auch so ein bisschen an die alten Whiskys, die man an und für sich sonst heutzutage nicht mehr bekommt, erinnert. Ja, genießen Sie ihn, falls Sie ihn haben oder bekommen. Und in diesem Sinne danke ich Ihnen wieder fürs Zusehen und Slunch.